Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Vlog aus dem Kölner Golfclub. Das Wetter ist ein bisschen grau, es ist windig, es sieht regnerisch aus und deswegen spielen wir heute den Linkskurs. Linksplatz, Open Special. Nachdem euch das erste Video so gut gefallen hat und so gute Resonanz gewonnen hat, was wir gar nicht erwartet hatten, haben wir gedacht, wir machen pünktlich zur Open ein Open Special und zeigen euch hier den Linkskurs im Kölner Golfclub. Erzähl kurz was dazu. Das sind klassische Linksbahnen, ne? Nicht so lang, aber... Genau, nicht so lang. Dafür schöne Wellen drin, schnelle Grüns, vielleicht heute ein bisschen langsamer durch den Regen. Kein Paar 5, viele Paar 4 und Paar 3 Löcher, aber sehr, sehr schön. Super. Und dann... Geht's los. So, dann sind wir an der 1. Ein Paar 4 geht... Da hinten links um die Ecke, da hinter dem Hügel, wo er verschwindet, ist das Grün. Bis zu dem kleinen Bunker rechts sind 250 von hier. Und Andreas, was schlägst du? Ich schlage ein Eisen 5. Du 5, okay. Gut, dann starte ich mal. Genau. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Was spielen wir für ein Format heute? Matchplay wieder? Dann lass uns Matchplay spielen, wir haben da noch eine Rechnung auf. Gut. Mit dem bin ich zufrieden. Ja, perfekt. Welches Eisen hast du in der Hand? Das ist eine 4 für mich. Ich versuche auch einfach den Ball ins Feuer zu bringen. Und das sieht so ein bisschen aus, würde er, je länger es wird, umso mehr laufen, also rollen. Na, links raus, aber da ist er spielbar. Das ist direkt meine Aufgabe. Wir haben hier nicht so böses Raff, das ist eigentlich ganz schön. Ich habe den eigentlich eine direkte Linie zur Fahne, der Baum ist ein bisschen im Weg. Und der Schlag für mich wäre eigentlich so ein bisschen Fade rumherum. Jetzt ist die Lage aber so, dass ich unter dem Ball stehe. Also da kann alles passieren. Ich werde es mal probieren mit dem Fade. Das sind noch so 115 bis zum Grün. Ich nehme eine 9. Leicht den Baum erwischt, aber er fliegt. Kurz sein, aber in der Luft sah gut aus. So, da ist die 100er Markierung. Da vorne liegt mein Ball. Denke ich mal, bei dem Gegenwind. Willst du ein Pitching Wedge? Okay. Alles haust ja in den Wind auch. 120 Meter, wie wir vom letzten Mal wissen. Vielleicht nicht ganz. Ja, das war ein guter Abschlag. 111 Meter bis zum Loch. Fahne steht rechts kurz, sieht es so aus, ne? Ja. Dahinter ist eine Welle. Ich halte aber mal mittig an. Okay. Ja, etwas... Fett getroffen. Bunker verfehlt, nochmal Glück gehabt.
Was eigentlich ist für einen Linksplatz ja nicht verkehrt, ne? Kurz vorm Grün aufkommen lassen und draufrollen. Auch wenn es nicht geplant war. Ja. Divot kommt natürlich wieder zurück, wie sich das gehört. So, das wird ein interessanter Bunkerschlag. Da drüben steht die Fahne. Ich glaube, also erstmal geht es darum, den rauszubekommen. Aber ich bin jetzt gar nicht so besorgt wegen der Länge, weil ich glaube, hinter der Fahne ist ja ein großer Hügel. Guck mal, es sind eher Langspiele. Und dann jedenfalls zurückkommen lasse. Kommst du zu meinem Ball? Ja. Und so schlecht der Bunkerschlag war, vielleicht auch der falsche Schlägungssandwich. Das ist jetzt, das ist Linksgolf für mich. Wir haben bis zur Fahne vielleicht 20 Meter. Und ich würde ihn wahrscheinlich auf jedem anderen Platz jetzt chippen mit ein bisschen mehr Loft. Ich habe jetzt ein Eisen 9 und versuche ihn einfach links an Andreas Ball vorbei aufkommen zu lassen und dann zur Fahne rollen zu lassen. Die Kontur ist so vom Platz und vom Grün eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich so ein bisschen nass. Schöner Schlag. So Markus, kleine Regelkunde. Ja? Was wäre passiert, wenn du meinen Ball getroffen hättest? Nix. Wir sind ja nicht auf dem Grün. Das heißt, wir hätten deinen Ball dorthin wieder zurückgelegt, wo er gelegen hat, als ich ihn getroffen habe. Und ich hätte meinen wahrscheinlich aus dem Raff gespielt. Aber da wir nicht auf dem Grün sind, beide ist das nicht mit Strafe zu ahnden. Siehst du, da habe ich wieder was gelernt. Ich versuche jetzt auch mal den Ball ein bisschen laufen zu lassen. Ich habe einen Pitching Wedge in der Hand, allerdings mache ich keinen klassischen Chip, sondern ich mache einen Chip-Putt. So eine Mischung aus Chip und Putt und sollte eigentlich ganz gut funktionieren bei solchen Plätzen. Heißt, ich mache die Schlagfläche zu, stelle ihn vorne auf die Spitze und mache die gleiche Bewegung wie beim Putt. Jetzt kommt er von links nach rechts rein, der sieht sehr gut aus. Ja. Jetzt hat der Andreas natürlich einen Bergab-Putt, aber du liegst auch erst rein, ne? Also der muss eigentlich schon rein, um wenigstens eine Chance zu haben. Ich leg 4, Andreas 3. Und so ein bisschen am Ende von links nach rechts rein. Aber ansonsten ein gerader Putt. Schade, der war knapp. Kann ich auch nicht verkaufen, ist deiner geschenkt. Eins auch für dich. So, Bahn Nummer 2, ein paar 3 mit 134 Metern. Keine großen Schweinereien, zwei. Es sind Topfbunker, sind es Topfbunker? Das sind mehr oder weniger Topfbunker. Das ist schön. Auf der rechten Seite am Hügel, hinter dem Hügel ist aus, da ist eine Pferdewiese, da sollte man nicht hin. Okay, also da nicht. Das Grün ist so ein bisschen interessant. Große Welle im Grün hinter der Fahne. Also lang macht dann auch einen interessanten Putt. Was schlägst du, Andreas? So, ich spiele wieder ein Pitching Wedge. Denn ich möchte eigentlich lieber, wenn dann zu kurz bleiben, anstatt dann zurück putten zu müssen. Kurz habe ich dann einen Chip bergauf. Das sollte ganz gut funktionieren. Und ich versuche möglichst nicht rechts in den Hang zu kommen, das wäre böse. Ich bin mir sicher, dass du mit dem Pitching Wedge kurz bleibst.
können nicht gesehen. Wo ist er runter? Er ist rechts im Hang aufgekommen. Rechts im Hang. Da, wo ich nicht hin wollte. Der Körper versteht das Wort nicht, nicht. Du spielst ein Eisen 9? Nee, für mich ist das eine 8. Eisen 8. Also ein bisschen Wind von vorn, einfach ganz lockere 8. Bin noch nicht so richtig im Schwung heute. Ja, ist vielleicht eine gute Taktik. Und dann müsste nicht 100% kommen, der Schlag. Und ich glaube, wir haben auch ein bisschen Wind von vorne. Sehr schöner Schlag. Aufs Grün. Cut zum Birdie ist machbar. So, da liegt der Ball von Markus. Meinen gehen wir jetzt da mal suchen. Das wird interessant. Das wird, also wenn du ihn findest, ein interessanter Schlag. So ungefähr gesehen, wo er rein ist? Hier in dem Bereich ja. Muss er gelandet sein. Als Golfer wird mir automatisch zum Sammler. Ist da was? Ne, hier ist ein Steinchen. Die dazugehörigen Ginsterbüsche, wie sich das auf jedem Linksplatz gehört. Natürlich auch hier. Da vorne liegt das. Das Zeug wir auch nicht. Okay, wo? Ah ja, oh ja. Die Länge war gut. Die Länge war tatsächlich richtig gut. Die war schlecht. Und da, oh, da will man nicht drin sein. Direkt am Busch. Kriegst du überhaupt einen Schläger an den Ball? Nein. Was machen wir? Dann erkläre ich den für unspielbar. Mhm. Könntest vom alten Ort zurück, also zurück an den Abschlag? Wird vielleicht keinen Sinn. Innerhalb zwei Schlägerlängen droppen mit Strafschlag. Ist auch interessant. Oder so weit zurück in Verlängerung zur Fahne, wie du willst. Allerdings ist da oben aus. Also oder so wird's. Spannend. Dann versuche ich es hier mal mit einem Drop. Ja. Ja, liegt. Okay. Nicht der ganz lehrbuchmäßige Drop. Arm sollte ja ausgestreckt sein, aber wir sind mal nicht so. Andres liegt 2. Ah, sehr schön. Das ist ein guter Schlag, Andreas. Die kannst du, ne? Aus dem Gemüse. Du brauchst die Herausforderung. So, Markus, zum Birdie. Ja. Das darf auch mal fallen. Wir kommen jetzt ein bisschen von rechts nach links rein, also ein bisschen von rechts nach links. Ja.
gerade geblieben. Der ist geschenkt. Danke. So drei. Damit steht's auch square. Square wieder. Die drei auf dem Linkskurs. Paar drei. 112 Meter. Schönes Loch. Oh ja. Da willst du aber auch auf dem Grün sein und nicht links oder rechts, ne? Richtig. Ich nehme euch mal mit auf den Abschlag. Das Grün befindet sich dort. Kurz links, rechts, lang, alles doof. Fahne steht vorne. Dahinter ist eine fiese Mulde. Rund um das Grün geht es steil bergunter. Man sollte treffen. Ja. Also ich habe bis zur Fahne 103 Meter. Ich werde das Pitching Wedge nehmen. Und ja, Pitching Wedge sind so 105, 110 Meter. Irgendwie aufs Grün. Von links. Rechts am Grün vorbei, aber oben liegen geblieben. Bergab-Chip, aber zumindest auf einer Höhe mit der Fahne. Den kannst du, oder? Ja, klar. Mal rein. Das ist für dich wie das Pitching Wedge auch? Genau, das Pitching Wedge. Ja. Ich habe gerade gelernt, ich soll es nicht übertreiben. Also ein lockerer Schwung mit dem Pitching Wedge. Und dann landet hoffentlich oben. Der sieht gut aus, der läuft auch ein bisschen rechts. Sehr schöner Schlag. Ist jetzt zu lang? Kurz er hält, er hält. Sehr gut. Gut gemacht. Guter Schlag. Dankeschön. So, jetzt kommt hier richtig Wind auf. Das ist der Tipp für Markus. Ich genau an der Schlafkante. Machbarer Putt. Bist du zufrieden? Ich dachte, er läuft länger aus. Also, der ist okay, aber das ist schon sehr steil, ne? Aber die Grünen sind echt nass. Langsam. Die sind nicht so schnell, wie sie aussehen, ja. Das ist der Putt, den Andreas jetzt hat. Man sieht es im Video nicht so gut. Es geht auch ein bisschen bergab und es hängt auch ziemlich von links nach rechts für ihn. Der bricht am Anfang ein bisschen nach rechts, könnte dann aber zum Schluss wieder den leichten Linksknick machen. Ich glaube, er bricht nur nach rechts. Schauen wir mal, was er da anstellt. Jetzt zum Birdie für Andreas. Kommt tatsächlich zurück. Sehr guter Putt.
dachte, ich habe ihn. Ich dachte, ich habe ihn. Das heißt, wenn ich versenke, hat es noch gewonnen. Ja, das ist richtig. Ah, das ist ärgerlich. Da ist auch noch ein bisschen Break drauf bei Andreas, deswegen kann ich ihn nicht schenken. Und die macht er sehr gut. Eins auf wieder. Jawohl.